Immer noch Top 3? Digga, der hat so viele Fische! Hä? Der weiß ganz genau, wo er hin will. Der abused die Meta so doll! Warum solltest du ein ganzes Jahr lang in Creative verbringen, um die besten Mechanics zu bekommen, um Mungral zu sein, Noah, Reason, Vedal, whatever? Warum macht ihr das? Wofür? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal und heute heißt es mal wieder Woche 2 Qualifications fürs große FNCS-Finale um 1,35 Millionen Dollar. Das Ganze natürlich wieder mit einer schönen Show bei uns verbunden. Ihr kennt ja das Punktesystem. 25 Punkte gibt es für einen Sieg, einen Punkt gibt es pro Eliminierung. Meine lieben Freunde da draußen, heute wird wieder Action geboten von 15 bis 18 Uhr. Die Top 1500 Teams, die jetzt gegeneinander antreten. Wir gucken wieder in die Streams, als aber auch natürlich in-game. Und von 19 bis 22 Uhr dann der zweite Teil, wo dann die Top 150 Trios gegeneinander antreten, um ins Finale einzutreten. Freunde, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit den Highlights. Und vergesst natürlich nicht, den Creator-Code AMA einzutragen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Dann würde ich sagen, Abfahrt, viel Spaß mit den Highlights. Kuss. Lazy, danke für den Prime. Lagolay und Apfelkompott auch nochmal mit 5. Subs. Wie hat er den denn Headshot-Bot? Er hat den gespeichert. Guckt über mir, er hat den gespeichert. Letzte eine Minute wird aufgenommen. Aber sie sind schon echt noch schlecht, also. Ja, safe. Man kann jetzt wenigstens mal spielen. Ohne das Oh mein Gott. Oh mein Gott, was war das denn für ein schöner Schuss? Ja. Also wenn sie die nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht. Oh nein, nee. Das war ein dummer Blick. Das war so ein dummer Blick. So dumm. Ja. Dann hätte Reload. Oh, nice. Was ist hier passiert, Chat? Yo, wahrscheinlich, oder? Red Rush, da hast du richtig Bock drauf. Ja, wahrscheinlich. Ey, so strong gespielt hier gerade. Was soll ich machen? Nice. Mitro mit dem Kill. Mungral mit dem letzten. Nice. Damit haben sie jetzt hier schon wieder Slurpee. Achso, okay. One HP. 29 Leute noch live. Oho! Ich schwör auf alles zu einem Player, der niemals aufstehen war. Meinst du? Ja, das ist wirklich so. Er will so zeigen, weißt du? Mhm. Oh. Ja, hol den Buddy. Nice. Oh, 200. Doch nicht. Hey, der ist dead! Hat er den geholt? Nee, hat er nicht. Hallo. Break! Oh! Get me, bro. Das ist Nazy, ich wusste es! Andilex, mein Pferd, das macht! Ja! Ja! Ich weiß aber auch nicht, wo Matsui hin wollte, Digga. Die Zone ist doch hier so, weißt du? Ja. Kommt in falsche Richtung, also. Nein. Böse und dead. Ja, schade. Hast du tatsächlich sogar gesagt. Und holt er den Kill. Nice! Und jetzt hat er die Harpune nicht mehr. Oh, ich cringe so weg. Ey, Fallschaden gestorben! Fallschaden gestorben! Nice! Das ist Nekos! Ja. Er wird probably einen Kill bekommen. Das ist so der Big Clutch von Mungral. Von Mungral. Oder auch nicht. Oh, doch nicht. Ja, schade. Er fährt so fest. Ey, man, er ist so sauer. Ey, meinst du, er hat gerade geschrien? Ich glaube ja. Ja, hat er. Boah, stark, schön. Vortexas. Leute, wir kennen Vortexas. Vortexas spielt immer nur im Hochkantformat. Warte, guck mal, wer auf High ist. Ich glaube, Sandilex. Ja! Ja! Ja. Einfach französischer Voodoo-Zauber, ja. Digga. Französischer Voodoo-Zauber, Digga. Zack. Wieder Metz. Wieder Muni. Aber die haben 0 Metz, Digga. 0 Metz. Egal, die gehen dann. Nice. Ja. Noch einer da. Great team. Shit on him. So schlecht. So schlechte Gegner dort in der Zone, Mann. 2v2. Beim Lowground werden die verlieren. Ja, sag ich ja. Oh, XV ist so gut. Ja. Die sind schon fast qualified nach der ersten Stunde. Ich könnte so kotzen, ne? Reason und ich haben ja natürlich eine kleine Pferdewette am Laufen. Er hat auf Andilex sein Team gewettet. Ich habe auf Mr. Savage sein Team gewettet. Wir gehen in die Bestenliste. Erste Stunde ist rum. Die Top 250 qualifiziert sich für das Halbfinale. Auf der 1 Andilex. Auf der 2 Lusche. Kenn ich nicht. Dann kommt direkt Benji. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Kenn ich sehr gut sogar. Kenn ich richtig gut! Kenn ich nicht? Ah. Halb. Freemok, Adet, Pizza, Fasto. Ich finde schade, dass keiner von den Leuten immer mal streamt. Finde ich sehr, sehr schade, tatsächlich. Ja, die kenne ich auf jeden Fall nicht. Aber
Sehr nice, dass die mit am Start sind. Deutsche, Chat. Für Deutsche müssen wir immer sein. Außer es ist ein Benji Mungal oder so. Dann nicht. Dann wieder nicht. So, hier Enza mit am Start. Despacitos mit dabei. Wer kann ins große Halbfinale rein? Top 250 nur, Chat. An die Leute, die bei YouTube zuschauen. Wir sind kurz vor den... ey, erstmal riesen Dankeschön. Das erste Mal Nummer 1 auf den normalen Trends. Wir sind kurz vor den 500.000 Followern auf YouTube. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn euch das Video gefällt, wenn euch der Content gefällt, dass ihr einfach kurz auf kostenlos abonnieren geht. Empfiehlt das auch gerne euren Freunden. Wir machen jeden Tag um 10 Uhr morgens ein Video. Würde ich mich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Als aber auch natürlich den Cringe-Boss-Kanal. Das ist unser Zweitkanal. Da kommen auch immer wieder regelmäßig Videos. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und da sind sehr, sehr viele Reactions drauf. Da sind sogar gerade die 40.000 geknackt. Küsschen geht raus und Abfahrt weiter mit dem Video. Ey, aber er bleibt sehr, sehr schön ahead. Das ist richtig nice. Er hat schön nach vorne gebaut, bis zur Mitte. Und wenn die Zone nach vorne geht oder nach hinten, er kann immer derjenige sein, der als am weitesten schon reingebaut hat. Und jetzt muss er rein. Jetzt muss er rein. Jetzt muss er rein. Ja, perfekt. Und die können sogar noch den Drop holen. Da können sie noch Biggies oder Minis rausbekommen. Damit verlieren, glaube ich, den Fight. Oh, okay. Nein, das war's. Oh mein Gott, er wurde so ein... Oh, an der Zone gestorben, Digga. Hau rein, Bruder. Was, er hat ihn auch geholt, oder? Nee. Eins gegen zwei. Er wurde so gefickt. Oder, ich wollte auch gerade sagen, Digga. Er wurde so gefickt. Ja. Ich muss eine Frage. Ich habe eine Frage an dich. Nein. Oh mein Gott, das wäre so schön gewesen. In meinem Tisch ist so eine Rille, ne? Wo ich mich so reinsetzen kann, damit ich näher dran sitze, ne? An deinem Tisch ist eine Rille, wo du dich reinsetzen kannst? Ja. So, ich muss immer davon wegbleiben, weil sonst komme ich ja übel doll gegen das Mauspad. Das nervt übel. Das ist übel Monka TOS, was du gerade machst, glaube ich. Nein. Nein. Da übel nervig, ne? Ja. Kann man irgendwie das Mauspad einfach abschneiden? Ja, natürlich. Ja, aber dann, meine Mama hat gesagt, dann franzt das so aus oder so. Nein, das, also ja, sie hat recht, aber warte mal. Chat, was kann man dagegen nochmal machen, damit das nicht so franzt? Aber ich würde sagen, Digga, zieh das doch einfach nach vorne. Ja, wie denn? Alle sagen Feuerzeug. Also ich glaube, das habe ich auch mal gehört, glaube ich. Das macht er gut, Chat. Das macht er richtig gut. Er müsste jetzt wahrscheinlich mal ein bisschen runterdroppen. Komplett mal ein bisschen Lowground vielleicht auseinandernehmen. Boah, wer ist das? One Pump! Wichtig! Noch mehr Flopper! Entschuldigung, besser. Wer ist das? Das ist Eye-Drop. Das ist Eye-Drop, Bruder. Oh, schade, Mann. Dickes, fettes GG. Er holt die Top-3-Situation raus. Für sein Team-Chat. Komplett alleine. Komplett, also krank. Und tot. Er one-pumpt ihn, aber kann den Finish nicht holen, Digga. Eye-Drop sein Team. 95 Punkte, Chat. Sehr, sehr nice. Dickes, fettes GG. Gucken meinem Sohnemann zu, Chat. Mal gucken, was der jetzt hier machen kann. Der hat ja schon 3 Kills. 70 Mets hat er noch insgesamt. Top 4 Situation. Die können jetzt hier gewinnen mit dieser Runde. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Er kommt nicht hoch. Doch, er kommt. Nein, er muss außen lang. Er hat auch noch einen Flopper. Er braucht unbedingt Mets von seinen Teammates. Alter, die gewinnen das durch Heal-Off wahrscheinlich. Die ganzen anderen müssen unten lang. Guck mal, die Gegner haben so keine Chance. Null Mets. Null Mets im Lowground. Null Mets. Und damit ist es eine 3 gegen 2 Situation. Haben sie, wie viele Flopper haben sie? Ein Medkit und 3 Flopper. Ich weiß nicht, ob das clever ist, dass Maestro das Medkit poppt, aber okay. Popo und Borkai, null Mets, die kommen nicht hoch, Chat. Das war's, das war gewonnen. Guck mal, das ist so free. Das ist so free. Ich hab sowas Freeest noch nie gesehen. Die haben den Flopper nicht gesehen. Okay, das ist sehr, sehr free. Was? Was? Ich kann das erklären, Bruder. Ey, warte, nein, nein, nein. Nicht so, wie es aussieht. Doch, 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 doch. Es ist so, genau so, wie es aussieht. Es ist wirklich genau so, wie es aussieht. Nein, warte, nein. Bitte. Das ist nicht so, wie es aussieht, Digga. Ich hab Tackle Loss. Ich bin runtergefallen, bin einfach. Digga, ihr verliert gegen Popo und Baiko, die Zero Mets im Lowground haben. Ich habe sowas noch nie gesehen. Guckt euch das mal bitte kurz an, nochmal aus seiner Sicht. Guckt euch das nochmal aus Baikos Sicht an. Guck mal, er hat 10 HP, Chat. Er ist dead. Popo hat Zero Mets. Wirklich Zero. E-Sports-Vertrag hat 20, Sehat hat 50. Was machen sie da bitte? So, die haben immer noch Mets. Das reicht komplett eigentlich, um zu gewinnen. Weil die kommen ja gar nicht hoch.
So, E-Sports-Vertrag, lasert den einen, hat ihn geholt, ne? So, dann gucken wir mal zu Ser drüber. Okay, er kriegt einen Hit ab und fällt, ne? Okay, ja. Ich glaube, bei uns wäre alles leise gewesen danach, bin ich ehrlich. Ich frag dich, ja? In welcher Waschmaschine die gerade drinne sind. Noah gewinnt safe wieder. Also wenn Noah, Vidal oder Reason das nicht gewinnen, dann bin ich sehr enttäuscht. Oder Ananas, Thomas HD, Yannis. Dann bin ich sehr, sehr enttäuscht. Demon. Ey, Flop hat Wabe. So, kam hier der Pole wieder mit zwei Floppern, Chat. Ihr wisst ja, wie das läuft. What? Das ist so OP! Das ist so OP mit dieser Double Pump! Eigentlich müsste ich mal ein YouTube-Video machen. Double Pump ist zurück. Weil es ist ja zurück, so gesehen. Freemog auf der 1, den haben wir ja auch die ganze Zeit offen. Andilex auf der 2, Trippern auf der 3, Debs auf der 5, deutschsprachige Jungs hier, Tayson auf der 8, Mr. Savage auf der 13, genau da will ich ihn sehen. Scout Techie auch nochmal mit Julian kommen auf der 12, da will ich ihn sehen, Chat. Wo ist denn Andilex? Wo ist denn Achso, ja, okay, doch nicht, Digga. Okay, Kami der Pole auf der 15, Scram auf der 16, Kinsel auf der 17, Maestro mit dem Riesenpopel in der Nase, aber auf der 18, Technik hier mit dabei, Adet Pizza 4K, Janis hier auch noch mit am Start, Claven, sehr, sehr geil, Claven, ich freue mich sehr für dich, falls du das sehen solltest. Oh, Mungral, Mungral, richtig und wichtig, den gehen wir gleich in-game rein. Aqua auch nochmal auf der 47. Digga, Aqua wollte, dass ich einen 17-Kill dritter Platz mir anschaue. Ist der Typ bedeppert? Wen haben wir noch mit dabei? Airwax natürlich hier. Ocean mit dabei. Benji auf der 62. Safik. Ey, die Top 250 kommen weiter für alle, die jetzt erst gerade eingeschaltet haben. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Stompy auch mit dabei. Sehr nice. Alright. Metro Game Crash. Oh, shit. Ja, auf jeden Luki, Digga. Natürlich, Digga. Hm. Ey, warte mal. Ey, warte mal. Mungral, dein Team einfach down. Ich verstehe es nicht. Warte mal. Was sind meine Augen da gerade? Ey, warte mal, das ist Top 5 gerade, Chat. Hä? Der will mich verarschen, glaube ich. Top 3? Er ist Top 3! Er ist Top 3, Chat! Immer noch Top 3. Immer noch Top 3? Digga, der hat so viele Fische. Hä? Der weiß ganz genau, wo er hin will. Und damit eine 1 gegen 2 Situation. 1 gegen 2, 1 Minute 20 muss er nur überleben. Okay, das ist krank. Warte mal, was? Wie clever ist der bitte? Wie clever ist der? Hä? What? Der abused die Meta so doll. Und jetzt da rein. Und jetzt rein ins Loch. Und jetzt rein ins Loch. Schafft er nicht. Schafft er nicht, aber krank. Warte mal. Ich will mal gucken, was die sich dabei gedacht haben, glaube ich. Der spielt das die ganze Zeit schon so. Die qualifizieren sich, indem sie so spielen? Das muss doch verboten werden. Ja, wie soll denn das verboten werden? Das ist auch richtig smart. Am Lagerfeuer zu chillen. Guck mal, die angeln einfach die ganze Zeit nur. Die angeln einfach die ganze Zeit nur rein. Einfach die ganze Zeit nur angeln. Das ist so smart. Was? Und seine beiden Mates sind down. Und jetzt liegen da überall Fische rum. Zeig das nicht, dann kann das doch jeder machen. Doch, 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 genau das muss ich zeigen. Ach, wegen Storm Surge. Ich sag, der ist verwirrt. Die wurden einmal Erster, zweimal Erster, dreimal Erster und einmal Zweiter. Das ist ja nicht mal, also das ist ja mehr als OP, Bro. Ey, eigentlich möchte ich denen gefühlt nächste Runde zuschauen. Was diese drei Jungs hier machen, das sind die größten Flopper-Spieler, die wir jemals in unserem Leben gesehen haben. Okay? Die haben keinen einzigen Kill gemacht bis jetzt. Keinen einzigen Kill. Und die landen irgendwo im Nirgendwo über Misty. Die haben die größte OP-Taktik, die es jemals gab. Die gehen weg von allen Gegnern als Maul. Gehen mitten aufs Meer, wo sie keiner sehen kann und fangen jetzt schon an zu angeln, einfach ins Wasser, um diese kleinen Sardinenfische zu bekommen. Ist einer von den dreien Pole, Chat. Die haben das Ding perfektioniert. Alle drei Polen. Ja, Pole, Pole. Zwei Leute sind Polen. Guck ich das an. Guck ich das an, Chat. Das ist die beste Taktik, die ich jemals gesehen habe, Digga.
glaube, ich habe noch nie eine bessere Taktik gesehen, Digga. Guck mal, die haben schon 18 Sardinen, 3 Flopper. Hier auch nochmal 18. Hier auch nochmal fast 18. Zone kommt. Guck mal, während sie schwimmen, angeln sie, Chat. Digga, da wird gearbeitet bei den Jungs. Während sie schwimmen, angeln sie. Ist das erlaubt? Ja, ja. Warum solltest du ein ganzes Jahr lang in Creative verbringen, um die besten Mechanics zu bekommen, um Mungral zu sein, Noah, Reason, Vedal, whatever? Warum macht ihr das? Wofür? Ist doch Quatsch. Das könnte jeder Konsolenspieler dieser Erde könnte das machen. Der braucht keine Mechanics. Und weißt du, was das Clevere an der ganzen Geschichte ist? Sie bleiben hier im Wasser, wo sie diese Einser-Ticks gegenhealen können. Durch das Wasser. Und dann angeln sie zu dritt noch weitere 4 Minuten. Und jetzt müssen sie die Fische eigentlich irgendwo hinlegen. Ja, machen sie auch. Digga, die haben, Chat, die haben eine Route gemacht, wo dieser eine Typ langläuft nachher. Und der langläuft, ist dieser Krai, weil der 200 HP hat. Ey, Leute können sagen cringe etc., ne? Aber ich sag euch ehrlich, hard work pays off. Das ist, die arbeiten an einer Taktik und jeder hätte das machen können, schon seit Jahren. Ich habe ja auch schon immer gesagt, diese Taktik ist sehr, 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 sehr OP. Die sind halt einfach cleverer als andere. Das ist so. Was soll man machen, Digga? Das ist mega smart. Also, man kann sagen, ja, das ist cringe und so, ist okay. Aber das ist wirklich sehr, sehr smart. Die werden Grands gewinnen. Naja, die Pros werden das ja herausfinden, dass sie das so machen, Chat. Und dann werden sie, wie heißt das? Dann werden sie die da einfach abfangen. Wenn man kein Talent hat, dann spielt man halt so. Oder, wenn dir das, keine Ahnung, 10, 20, 30.000 Euro sichert, dann spiel selber so. Weißt du, wie ich meine? Stell dir mal vor, die sind irgendwie 14 oder sowas und machen sich damit irgendwie 10, 20, 30.000 Euro. Ich glaube, dann würde ich das auch machen. Guck mal, die haben immer die gleiche Route, Digga. Die haben immer die gleiche Route, Chat. Der hat immer die gleiche Route. Hä? Schafft er das? Der schafft das. Hä? Einfach dieser andere Five-Head. Er schafft es durch Slurpwasser. Ey, so fucking smart, halt's Maul. Er steht wieder in der Soße drin. Chat, guckt sich das einfach mit an. Und er hat Full Mats, by the way, ne? Einfach nur durch Angeln. Hm. Ich will mal ganz kurz was zeigen, wer alles noch am Leben ist. Taysons Team war hier drin. Bad Snipers Team war drin. Julian Koms Team war drin. Esports Vertrag sein Team war drin. Paddy war drin. Fast Rookie war drin. Trulex sein Team. Enza. Mungral ist immer drin. Outheal Stormset. Und ich glaube, Chat, es ist soweit. Ich glaube, wir müssen in den Rasen hergehen. Ich muss zwar gerade ein Solo-Cash im Spiel, aber ich schau mir noch an. Die Jungs sind qualifiziert. 106 Punkte. Halt's Maul, bitte einfach. Ey, die rechnen dort gerade mit einem Taschenrechner, Chat. Die sitzen dort, seine Teammates, und rechnen mit einem Taschenrechner, welche Fische er noch alles bräuchte, um reinzukommen. Er weiß ganz genau, wo überall die ganzen Barrels stehen. Und? Und? Ui. Top 3 Situationen. 6 Leute. Und rechts sollte auch noch Barrels sein. Die haben gewonnen, das war's. Und GG's. Und guck mal seine Flopper noch an. Der hat noch so viele Fische. Er kann noch eine Moving überleben. Ja, er kann noch 3 Movings überleben. Das ist ihm scheißegal. Das ist ihm scheißegal, Chat. Dickes, fettes GG für die Boys. Haben sich qualifiziert. Ich freue mich gleich auf jeden Fall ganz, ganz doll auf 19 Uhr. Da werden wir den unbedingt zuschauen. Das ist die neue Meta, Chat. Falls ihr nicht spielen könnt, falls ihr mechanically nicht gut seid, spielt so. Ganz einfach. Das allererste Mal seit sehr langer Zeit. Ein deutschsprachiges Team auf der 1 und ein deutschsprachiges Team auf der 3. Sehr, sehr nice. Chickes fertig, GG an die Jungs. Hier Tulek sein Team, Putrik, ja, sehr gut. Ledwig, E-Sports-Vertrag. Oh, geil. Kam mir der Pole, ADN, Claven, auch sehr geil, mein Dreamhack-Duo. So, Gambit 2s. Andy Lex, fuck! Das kann nicht sein, wegen 2 Punkten verliere ich 5 Subgifts, Mann. So, Benji auf der 27, sehr geil. Julian kommt auch mit dabei. Kalistan kennen wir doch auch. Hier nochmal ein deutschsprachiges Team. Haben wir denen nicht gerade zugeschaut? Ja, das waren die, glaube ich. Pardusai, X8 ist sogar auch qualified. X8 auch qualified. Ömer qualified, Chat. Sehr geil. Taysen qualified. Kinzel. Hypex. Auch nochmal Deutsche. Ey, sehr, sehr viele Deutsche heute dabei. Das freut mich. DKS, Night Vortex und Hi Chris
Alter, endlich hat sich Hycrus auch mal wieder umbenannt. Hier nochmal Deutsche. Nochmal Deutsche. Ey, so nice, what the fuck? Guck wie viele. Pink, nochmal. Deutsche, Deutsche. Oha. Nochmal. Deutsche. Nochmal. Deutsche. Boah, Digga, die Top 100 voll mit Deutschen. Ja, wallah. So viele Deutsche haben wir noch nie, glaube ich, gesehen. Ey, Abafo auch qualified. Boah, ich freue mich gleich so auf das Halbfinale. Despacitos qualified mit seinem Team. Nochmal Deutsche, Deutsche. Dietrichs qualified. Sehr nice. Nice. Da war Mungral, ne, unter 3. Da, Mungral. Deutsche. Lecci mit dabei. Robabs mit dabei. Deutsche. Ey, so schön. Schön, schön einfach auch so viele Namen zu sehen. Ensa auch mit dabei. Roki mit dabei mit Pizza. Nochmal Deutsche. Deutsche. Hier, Swag, Swag Miro und Snap. Wen haben wir noch? Top 250. Chinken. Memo. Nice. Aqua auch sehr, sehr close qualified. Cartoon hat sich noch qualified. Pepper hat sich noch qualified. Nochmal Deutsche qualified. Und Marc die Pflaume auch qualified. Ehre, gestern hat er noch im Einjährigen gesubbt. Auf den vorletzten Platz. Nochmal ein deutschsprachiges Team. Und man hat 104 Punkte gebraucht zum Qualifizieren. Alle, die danach kommen, unlucky hier. Sehr, sehr unlucky, dass sie sich nicht qualifiziert haben. Für euch da draußen auf YouTube, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Road to 500k. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.